5. November 2038 mal wieder um 22.58 Uhr und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Episode Detroit Become Human. Und ich vermute, wir sind jetzt mit Kara wieder unterwegs, im Bus mit der Kleinen. Okay, Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf. Wir müssen gehen. Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Ja, total durchnässt, die Kleine. Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Hallo? Ja. Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Komm, an meiner Hand. Ne? Nicht? Gut. Dann nicht. War doch. Ist irgendwas. Wer ist am Schlafen? Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. Kleidung zum Wechseln. Was haben wir hier? Century. Betäubende Bienen offiziell ausgestorben. Ohne Bienen in die Katastrophe. Cybersicherheitsexperten warnt, ihr Androiden könnt gehackt werden. Weniger als 5% der Mitglieder auf Dating-Websites weiblich. So, ich blätter mal durch. Ihr könnt lesen, wen es interessiert. Der ist am Schlafen. Und da sind Sachen drin. Ob der das mitkriegt? Wir brauchen trockene Kleider für die Kleine. Ich mache ja nichts Böses, ich will ja nur die Kleine. Die gehören nicht uns. Wir brauchen sie, Alice. Du brauchst etwas Warmes und ich muss diese Uniform loswerden. Das ist Diebstahl. Das dürfen wir nicht.
jetzt reicht's. Wohin? Und tschüss. Komm schnell. So, neue Kleidung. Wunderbar. Hier können wir noch was untersuchen. Da gibt es noch was. Bequem, aber auffällig. Ich werde Geld brauchen, ja. Unbequem, aber sicher. Wie komme ich da rein? Sehr unbequem, aber unauffällig. Immer geöffnet, kein Schlafplatz, um Hilfe bitten. Laden ist geschlossen. Achso, war das alles? Gibt's hier nur? Ja, Motel, Haus oder Parkplatz? Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Okay, aber trotzdem danke für die Hilfe. Wir haben auf jeden Fall nützliche Informationen bekommen, glaube ich. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. Komm, Alice. Hier entlang. Wir machen das Unauffällige. Ich glaube, das ist am besten. Schau mich mal eben um. Im Auto schlafen, steig ins Auto ein. Was haben wir da? Alice, ich schau mal eben kurz hier nach, was hier ist. Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Carla, mir gefällt es hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Was haben wir hier? Ah, ein Drahtschneider. Sieh mal einer an.
Sieht verlassen aus. Ja, können wir das abbrechen? Halte Abstand, Alice. Also im Auto schlafen, ich weiß ja nicht. Was ist, wenn irgendwelche Leute kommen? Es ist schön trocken und niemand wird uns hier finden. Ich will da gar nicht schlafen. Können wir nicht woanders hin? Okay, wir suchen was Besseres. Ja, wir haben ja jetzt den Seitenschneider. Dann können wir auch da ins Haus. Alles in Ordnung? Ja, ist nur ein Kratzer. Sei vorsichtig. Keine Sorge, wir sehen uns nur um. Okay. Abreißen? Naja, ich weiß ja nicht. Schauen. Okay, es sieht gut aus. Öffnen. Wo ist Alice? Halt! Was machst du denn? Besucher. Ralph mag Besucher nicht. Gleich nicht. Sie verletzen Ralph. Was die Menschen dir auch angetan haben, sie hatte nichts damit zu tun. Alle Menschen sind gemein. Doch Ralph lässt nicht zu, dass sie ihm wieder wehtun. Nein, nein, das werden sie nicht. Wir dachten, hier ist niemand. Wir brauchen nur einen Schlafplatz. Besucher sind gefährlich. Da. Das tun sie mit Ralph. Er hat auch viel mitgemacht. Beharren beschwichtigen Gastfreundschaft. Bitte, wir brauchen dringend Hilfe. Es wäre so nett, wenn wir bleiben dürften. Entschuldigt, Ralph. Ralph hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun. Ralph hat viel durchgemacht. Er hat Angst, dass die Menschen ihn wieder fangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Ralph, tut euch nichts. Jo, wir bleiben. Okay. Es ist nur für eine Nacht. Na kommt! Kommt! Kommt, na kommt! Hier lang! Ralph lebt hier, seit er weggelaufen ist. Ralph geht nie nach draußen, keiner weiß, dass er hier wohnt. Manchmal kommen Obdachlose, aber Ralph versteckt sich, bis sie wieder weg sind. Jetzt freut er sich. Macht es euch hier drin gemütlich. Ralph wird in das andere Zimmer gehen. Er würde gern noch bleiben. Aber er hat zu tun.
Was hat er denn zu tun? Es ist nur für heute Nacht, Alice. Morgen finden wir was Besseres. Gut. Mal sehen, wo du schlafen kannst. Setz dich, ich mache ein Feuer. Mach ein Feuer, mach ein Bett. Schauen wir uns erstmal um. RA9. Was heißt denn das? Was? Die Symbole. Warum malst du sie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Naja, ziemlich krank, aber er hat Beschäftigung. Das braucht er wohl. So, wir gucken mal, was hier noch ist. Ah, ein Kissen. Da können wir schon mal ein Bett bauen, so langsam. Mhm. So, hier können wir das Bett vorbereiten. Damit können wir das Feuer anmachen, aber wir brauchen natürlich noch irgendwie Bretter. Schauen wir mal oben. Hier rein. Und da sind wir gekommen. Hier ist das Bad. Da. Gehen wir hier rein. Hier liegt doch überall Holz. Wieso kann ich das nicht nehmen? Ich verstehe aber nicht. Kümmich. Hier haben wir doch auch schon alles geguckt, ne? Ach nein, hier. Blindfisch direkt vor der Nase. Naja. Was soll man machen? So. Leg dich schlafen. Ich habe alles versucht. Es ist dürftig, aber wenigstens ist es warm. Genau. Ist das nicht? Das ist doch. Das gibt doch eine gemütliche Atmosphäre. So ein schöner Kamin. Ein Schlafplatz. Vor dem Kamin.
hatte mich nie geliebt. Oh. Warum war er immer wütend auf mich? Das waren die Drogen. Ich wollte nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Nein, du hast nichts falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Doch. Oh, doch. Deshalb war er immer so wütend. Mm-mm. Das waren die Scheißdrogen. Ich wollte bloß seine Familie. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ach Mensch. Ich weiß es nicht, Alice. Du verlässt mich nicht, oder? Nein. Versprich, dass du nie gehst. Versprechen, versprechen. Versprochen. Bleiben wir zusammen? Für ja, immer? Klar. Natürlich. Für immer. Für immer. Ach, süß die Kleine, ha? Huh? Ja, küssen, komm. Schlaf gut, Alice. Nein, zu Alice gehen. Zu Alice legen. Schön in ihrer Nähe sein. Was braucht die Kleine? Die kleine Alice. Träumt vom Wunderland. Schlaf gut. Ah. Das war schon eine schöne Sache. Zwar ein bisschen unheimlich, aber es war schön am Ende. Wir haben einen Schlafplatz gefunden. Und Alice fühlt sich mittlerweile auch ein bisschen wohler mit uns. Und sie liebt uns, das merkt man. Ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet auch wieder bei der nächsten Episode ein. Und ja, und falls ihr jetzt gerade spät abends haben, wo ihr euch das anschaut, dann wünsche ich euch natürlich auch eine gute Nacht. Schlaft gut und vielleicht schlaft ihr ja auch vor einem Kamin. Wer weiß. Na. So, und dann sehen wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Episode. Euer Cap. Bis bald dann, ne? Und ciao.